Er plant einen Putschversuch mit einem Marsch auf München und anschließend nach Berlin. Hitler schreibt: Unser Volk ist derart extremen wirtschaftlichen Nöten ausgesetzt, dass sie, wenn wir jetzt nicht handeln, den Kommunisten beitreten werden. Ihre Komplizen in der Armee verschaffen den Nazis die nötigen Waffen. Armee und Polizei beschließen jedoch, der Regierung gegenüber loyal zu bleiben. Für Hitler in München scheint alles verloren. Doch er hält an seiner wilden Fantasie fest, dass er und Ludendorff das Volk mitziehen können. So befiehlt er seinen Truppen, auf die drohenden Polizeibarrikaden vorzurücken. Die beiden Lager treffen aufeinander, mit Hitler im weißen Mantel in der Mitte. Tatsächlich handelt es sich um eine Fotomontage der Nazis, um Hitler als mutigen Helden darzustellen. Denn in Wahrheit stand er hinter einem Leibwächter, der im Schusswechsel ums Leben kommt. Die Polizei hatte das Feuer eröffnet, um Hitlers Putsch 1923 niederzuschlagen. Hitler wird verhaftet und die Nationalsozialistische Partei verboten. Er wird zu 5 Jahren in einer recht komfortablen Zelle verurteilt. Mit Blick ins Grüne. Seine Festungshaft in Landsberg gleicht einem Hotelaufenthalt. Es wird ihm gestattet, jederzeit Nazi-Sympathisanten zu empfangen. Ein Anhänger bringt sogar einen Lorbeerkranz mit für den Mann, den er die Inkarnation des glühenden Bestrebens der Nation nennt. Hitler darf jede Zeitung anfordern und beginnt sogar, Schriften von Marx zu lesen. Hitlers Rückkehr ist unumgänglich. Seine Komplizen draußen erarbeiten einen Plan, um seine Freilassung zu beschleunigen. Hitler weiß, dass man ihn bald befreien wird. Er will seine eigene Lebensanschauung und seine politischen Prinzipien schriftlich niederlegen. NS-Journalisten schreiben sein eilig verfasstes Manuskript neu. Erst will Hitler das Buch 4,5 Jahre des Kampfes gegen Lüge, Dummheit und Feigheit nennen. Doch der Titel ist zu lang und wird in Mein Kampf geändert. Darin beschreibt Hitler seine Sicht der Welt und die Nazis machen das Buch zu ihrer neuen Bibel. Am 20. Dezember 1924 wird Hitler wegen guter Führung aus der Festungshaft entlassen. Er sieht sich nun als Nachfolger der großen Gründer der deutschen Nation, so wie Bismarck. Er schreibt: Meine Zeit im Gefängnis machte mich selbstbewusst, optimistisch, und sie schenkte mir den Glauben, dass mich nichts mehr erschüttern kann.